Aber so eine Verletzung scheint ja irgendwie zum Spiel dazuzugehören, ja? Ich meine, kann ja im echten Leben auch passieren, dass man da mal eine Verletzung davonträgt, ne? Aber dass das jetzt so ist, hätte ich auch nicht gedacht, eher. Ich kann hier auch nicht sagen, ich kaufe mich gesund, oder? Wie ihr verliert irgendwas eher. Bitte bin ich nie wieder verletzt, ey. Das ist ja mal so nervig, ey. Ach ja, komm, wir machen mal irgendwas hier. Sportakademie machen wir. Und Sportartikel machen wir auch. Wenn wir sowieso schon krank sind, können wir uns wenigstens um PR kümmern. Soll ich mit einem Sprachlehrer? Mach ich wieder aus Feld. Aktuell läuft es super. Dieser Award wird dem Boss helfen und den Spielern auch. Du stehst im Hinblick auf die Ziele vom RB Leipzig gut da. Das wird dir helfen, in der nächsten Saison einen neuen Vertrag auszuhandeln. Bleib konzentriert und mach weiter so.
Jetzt aber mal wieder hier am Training mit. Dann können wir danach endlich wieder spielen, eher. Aber danach müssen wir uns auch wieder in die Startelf kämpfen. Das ist auch so ärgerlich, ne? Und jetzt müssen wir wieder überzeugen hier. So lang ist die Saison nämlich irgendwie gar nicht mehr, ja? Okay. Wie sieht denn die Tabelle aus? So, jetzt können wir hier wieder ein bisschen uns beim Trainer auch zeigen, ja. Wie auch immer meine Stimmung verbessert hat damals, ey. Ah, let's go. 83. Minute, will er mich verarschen? Okay, nach der Verletzung können wir also auch mal wieder spielen, ja? Schön. Passt schon. Schlager. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Xaver Schlager. Mann. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Valverde. Schöner Zweikampf, sie erobert den Ball.
Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Ja, toll gehalten. Wechsel bei Real. Die Ecke kommt. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Zurückgespielt. Ganz sicher. Wieder ein Eckball. Da oben, der vorne den Ball. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt die Ecke. Er ist da und kann den Ball hier klären. Und jetzt haben sie den Ball. Ganz hartes Einsteigen. Könnte Platzverweis geben. Der Torjäger geht vorzeitig runter. Es gibt die rote Karte. Jetzt könnte es für sie eine richtig schwierige Aufgabe werden in dieser Partie. Gute Chance jetzt. Tolle Parade. Aber dann kommt der Pfiff. Ja, ja, abseits. Das gibt's nicht, eher. Misslungener Pass. Moon. Hat jetzt Anspielstation. Sie können es machen. Das war's. Mach es doch rein. Da setzt er zum Sprint an. Kommt er durch? Vinicius Junior. Dani. Valverde mit dem Ball. Was für ein Pfund. Ball geht knapp neben das Tor. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Ach, das ist ja noch nicht viel. Ball draußen, wird Einwurf geben. Valverde. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Ja, ich kann so spät, wenn er mich so spät einwechselt, leider auch nicht viel machen, ne? Vinicius Junior. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er so kurz hat. Das Spiel ist aus und damit ist Real Madrid im Finale. Finale, Sie haben es geschafft. Am Ende in überzeugender Weise. Ja, ich kann es nicht ändern, ne? Das war schon ein richtig guter Auftritt. Ne, ich will es nicht hören. Ja, gibt bestimmt wieder Minuspunkte vom Trainer, ne? Ne, immerhin plus 5 sogar noch. Aktivitäten, Turnierniederlage. Man kann das den Fans ja schon mal ankündigen, ne? Jetzt machen wir wieder das schwere Training. Das wieder. Das wieder. Simulieren wieder alles. Kommen dadurch den Stufenaufstieg hin. Hier möchte ich dann doch noch mal ein bisschen weiter aufs Schießen gehen.
nicht wieder so spät einwechseln. 76. ist auch schon zu spät, Leute. Da kann ich nicht viel machen. So, jetzt kommt es hier zu einem Wechsel. Logisch, dass sie jetzt wechseln. Knappe Führung. Jetzt sollen frische Kräfte dafür sorgen, dass man diesen Spielstand über die Runden bringt. Schüsse aufs Tor. Klostermann verliert den Ball. Das fängt ja gut an hier. Castello Luqueba. Yusuf. Darf ich schon mal an den? Das sieht durchaus vielversprechend aus. Eine sichere Parade. War das, zählt das als Torschuss? Gut, dann haben wir nämlich das schon mal abge. Die Ecke kommt rein. Er macht das Tor und damit erhöhen sie ihre Führung auf 2 Tore. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann kommt der Kopfball, technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Ja, war nur leider nicht ich. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Ja, meine Trainerwertung ist noch zu wenig. Jetzt nicht mehr. Schöner Einsatz hier. Das ist Xavi Simons. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Gehalten. Die Situation wird erstmal geklärt. Daniel Olmo. Oh, da ist er durch. Gehalten. Da zeigt er sein Können. Ecke kommt in die Mitte. Gut reagiert. Das war knapp. Wir sehen es, sie lassen sie kommen. Mohamed Simakan. Ball läuft jetzt natürlich hervorragend. Jeremy Pino. Da ist die Chance. Gehalten. Aber Fahne ist oben, abseits. Es gibt einen Wechsel. Ja, wäre ja eh abseits gewesen. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Da ist der Schuss. Klasse, den Ball hier noch über die Latte gebracht. Eckball. Jetzt die Ecke. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Schmied. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Gewinnt dieses Duell. Mann! Das hätte es früher passen müssen. Die spielen manchmal komisch. Es gibt 1 Minute Nachspielzeit. Oh, wenn wir 1-1 gewonnen haben mit mir, ja. Wie war er? Schmied. Den fangen sie ab. Jeremy Pino. Und er schießt. Das ist der Schlusspfiff. Es kann losgehen. Ja. Nee, immerhin haben wir gewonnen. Die Ziele haben wir auch erreicht. Das heißt, mein Trainer sollte zufrieden sein. Ich muss meinen Agenten nochmal angucken.
weil ich würde jetzt sagen, jetzt ist Startelf zu weit runtergegangen. Siebenundfünfzigste, das ist gut. Dann kann ich, habe ich viel Zeit für die Ziele.